können das einmal zusammen machen, schnell. So, Renata, Bruiser. Tam. Ilaoi raus. So, Tam, Ilaoi raus. Wobei Rek'Sai raus. Tam rein. Viktor rein. Und danach ist offen, ne? Upsala, Tam ist weg. Danach ist offen. Also entweder mit Hextech Spalter 5 Hextech, mit Bruiser Spalter 6 Bruiser. Oder der eine habt ihr gesehen, der spielt in jeder kommt K6 einfach. Noch dazu. Das sah eigentlich nicht schlecht aus. Also K6 ohne Synergien irgendwas. Snipe die geht einfach weg. Was kommt denn noch rein auf 8 Chat? Also ohne Augment. Eigentlich Echo oder K6 einfach, ne? Kannst auch Swain für Hexe Arcanist rein tun. Na gut, Hexe ist nicht so wichtig. Das habe ich vergessen. Danke dir. Genau. Echo raus, dann Malsa rein. Das geht auch. So, sie willkommen. Passt, denke ich. Ah ja, sie bekommen noch umstellen. So mit Quixer kann sie in die Ecke gehen, natürlich. Mit Quicksilver kann sie in die Ecke gehen. Easy peasy. So, hier kann aber Siegs noch hin, ne? Okay. Ich muss zugeben, BT ist trotzdem ganz gut. Oder Quicksilver. Also, ich guess, wenn man 3 Socialite hat, ist Quicksilver halt sehr gut, ne? Ich finde BT super stark eigentlich. So. Und hier Renata raus. Renata raus und dafür Wyatt rein, ne? Wobei. Bei die Tank-Sachen geben. Ist möglich. Ich muss zugeben, Seraphine Ulti Instant ist gar nicht so gut. Um ehrlich zu sein. Weil sie macht den Instant Ulti. Aber es ist ja noch gar keine Low HP, den sie heilen kann, ne? Eigentlich toll, gefühlt. Und Jace, falls geht, damaged. Boom, boom, boom. Und er ist in der AD-Carry. Und der Rest sollte, glaube ich, stimmen soweit. Siehst du Twitch echt so schwach? Was meinst du? Ist Twitch Tier 2 für dich oder was? Twitch wird Top 4. Erster wird er eigentlich nie. In einem Clip hat Mortar gesagt, dass Arim mit Warmox gut ist. Ich habe es jetzt zweimal gespielt und Blue Buff Warmox fühlt sich echt nice. Was denkst du? Warum soll Warmox gut sein auf Arim? Mit was gilt das genau? Außer mit Syndicate-Resistenzen. Also wenn Renate nicht genervt, keine Ahnung. Also Mordog, also Riot Games noch nicht bestätigt. Aber ich meine gehört zu haben oder gelesen zu haben, dass am Mittwoch ein Balance-Patch kommt. Da werden dann Renata, Silco, Sivir und Hextech genervt. Wenn du genervt wird, wie du gerade gesagt hast, dann ist ja Irela wieder S-Tier. Kann sein, ja? Tierrot, I guess. Bow. Irela, Infinity Touch, Last Wish, BT, ne? BF, Bluff. Sword, Bluff. Jetzt schreibt mal aus. Da Leute fragen mal, was BF ist. Seraphine, Orenna. Was ist da das beste Item eigentlich? Einfach alles eigentlich. Also man muss alles verwenden. Man muss eigentlich alles verwenden. Damit diese Kombo gut ist. Okay, Shogat, Malzahar, Tier, Rod, ne? Tryndamere, Warwick, Bow, eigentlich Bow, ja. Twitch, Vintage, Last Whisper, Hurricane, Love, Bow, Sword, sowas in der Richtung. Talon, Bow, Light First, ne? Draven, Bow, Love, richtig. Draven, BT, Rageblade, Giant Slayer, richtig. Bow Sword. Sword Bow, I guess. Ahri. Blue. Gunblade, Rabadanzen Sonne. Tier Rod. Jhin. Sword Glove. Giant Slayer, Vintage, lass mich mal Sword Glove. Sword Glove, Bow, I guess, alles. Was ist das beste Item für Seraphine Ori am Anfang? Also Chalice und so brauchst du eigentlich nicht mehr wirklich zu geben. Also das Innovator ist halt Flex halt, ne? So Ash ist Infinity Edge, Last Whisper, Deathblade, Sword Glove, ne? Sword Glove. Oh, nehme ich an. Giant Slayer auch, geht auch notfalls. Quarky ist Blue, Rabadons, Giant Slayer, Erot. Victor, auch wahrscheinlich Tierrot. Ceri ist Bow, ne? Also die Comps, also Ceri so kann performen am Ende, aber man braucht die halt, man braucht halt Level 2 früh und dann gute Frontend und so, Level 9 am besten, ne? Was sind hier Core-Items? Morello, Felix, Irela, die hat gar kein Core-Item, richtig? Gar kein Core-Item, ey. AI? Das Core. Seraphine Ori, auch nur Morello eigentlich, ne? Aber eigentlich auch keine Core-Items. Das geben auch keine Core-Items.
So, Shogat-Dingens. Auch Morello-Core, ne? Auch Morello-Core, I guess. Tryndamere Warwick. Das kommt drauf an, like, wen man meint. So, für Tryndamere wäre es, denke ich, ein Healing-Item. Jeder hat Justice, BT drin. Titans. Quicksilver, Warwick. Aber der Text wird dann zu lang. Okay, ich mach's so, okay? Okay, der Warwick braucht am Ende Quicksilver. So, Twitch Core Item AI. Talon Core Item Rapid Fire Ken. Draven Core Item. Auch BT, to be honest. So. Hat eigentlich keine Core Items. Ari Core Item Blue Buff, richtig? Blue Buff. Jin Core Item, eigentlich auch keins. Das Whisper vielleicht höchstens. Plus, es spielt keine mehr Bodyguards, also hat auch keine Core Items eigentlich. Damage Items halt für Ash. Quarky Core Items hat auch keine Core Items. Der funktioniert auch ohne Blue Buff. Ceri auch Statics vielleicht. Aber geht auch ohne Statics, muss ich zugeben. Victor braucht ein Mana Item, eigentlich Shoujin oder so. Ist auch keine Core. Nicht jeder Champ muss ein Core-Item haben. Welches Early würdest du für Ereda spielen? Starte meist mit Yordle, aber lose ab 3-4 oder so, bis ich Ereda unter 30 habe. Ein Carry für Ereda würde ich nehmen. Also entweder Astral Innovator oder Warwick Tryndamere, Chemtech Challenger. Oder was kannst du noch gut AD spielen? Gnar, Striker, Socialite, Senna, Socialite und so. Also zurzeit, Rolling mache ich jetzt nicht rein, ne? Weil zurzeit ist die Meta sehr, sehr aggro. Das heißt, du kannst halt Level 6, 7 und so rollen, easy, ne? Weil da muss ich, glaube ich, hier einfach reinschreiben, Level 6, 7, 8 halt, ne? Für jede kommt, aber muss ich das dann reinschreiben? Okay, hier, I guess, Level 4, Hyper Roll. Level 5, 6, Slow Roll. Level 6, Slow Roll ist das, ne? Richtig? 5 und 6 halt. Wenn du kein Gold hast, dann musst du erstmal auf 5 Slow Rollen. Hier Slow Rolls auch Level 5, 6 Slow Roll. Wenn du kein Gold hast, rollst du halt ein bisschen auf 5 erstmal. So, Ceri Victor. Da müsste schon Level 7, 8 oder sogar 9 vielleicht rollen, ne? Du hast in der Richtung, aber ich meine, muss man halt gucken. Meta ist aggro. Muss man meistens schon früher rollen. Play Game kann ich auch noch nicht reinschreiben. Oh, ist mir auch noch nicht 100%. Ganz klar, Renata ist halt Itemträger Early. Rocky, Lucian, Alza, Miss Fortune. Sie wir halt Nocturne, Lucian, Irela halt irgendwas, Astral, Warwick, Tryndamere, na. Innovator halt Astral, Echo und so. Shogat. Na gut, ist einfach Shogat und Malza halt. Tryndamere sind halt Tryndamere, Warwick. Twitch ist Twitch, Talon ist Talon. Draven ist auch was AD-mäßiges, das ist mir gar nicht klar, aber Draven spielt auch kaum einer. Ist Malza nicht auch Level 6, 7 Slow Roll? Also wenn dann Level 8. Level 8 für Tier 3 auf Level 3. Oder Level 7, wenn du ganz viel hast früh. Am Mittwoch kommt noch ein Balance-Patch und dann wird das hier sowieso nochmal. Dann wird sich das sowieso nochmal ändern. Aber ja, also ich würde gerne Windstick AD spielen. Ich muss auch Renata spielen, wenn ich die High Roller, weil Renata einfach broken ist. Ich brauche halt Renata mit Items und dann halt einen guten Frontline und dann carry die 1-9. Oh, und man braucht Silco. Und also Silco ist broken einfach. Wenn man Silco reintun kann, sollte man Silco reintun. Also wenn ich Bow bekomme, würde ich gerne Sieve spielen. Sonst würde ich gerne Irela, Innovator vielleicht spielen. Tryndamere Warwick, wenn ich High Rolle, eventuell. Twitch, wenn ich ganz viele habe. Talon nicht sicher. Talon habe ich bisher noch nicht gespielt. Aber ja, ich würde es erstmal so lassen. Das selber noch ein paar Games zocken.